Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man die Schnittgerade von zwei sich schneidenden Ebenen berechnen kann. Das macht man insbesondere im Mathe-Leistungskurs. Wie man die Lagebeziehung von zwei Ebenen generell und diesen Schnittwinkel Alpha berechnet, das habe ich im vorangegangenen Video gezeigt, das ihr euch hier anschauen könnt. Hier soll es nun also um die Schnittgerade gehen, wenn wir die beiden Ebenengleichungen gegeben haben. Wir gehen zunächst vom häufigsten Fall aus, dass die eine Ebene in der Parameterform und die andere in der Koordinatenform gegeben ist. Die anderen Fälle schauen wir uns anschließend an. Da die Schnittgerade ja aus Punkten besteht, die auf beiden Ebenen drauf sind, müssen wir eigentlich nur diese beiden Ebenengleichungen gleichsetzen, um diese Punktkoordinaten zu bekommen. Das Problem ist natürlich, wie kann man diese beiden Gleichungen gleichsetzen? Die eine ist in der Vektorform, die andere in der Koordinatenform. Aber bei Vektorgleichungen kann man ja immer den Trick anwenden, dass man sie zeilenweise liest. Also für die Koordinate x gilt 2 plus 0r plus 1s. Dann sieht unsere Gleichung vereinfacht so aus. Für die zweite Zeile gilt y ist gleich 1 plus 1r plus 0s. Und für z gilt 2 plus 1r minus 3s. Und schon haben wir drei Gleichungen für x, y, z, die wir ganz bequem in die Koordinatenform von E2 einsetzen können. Das sieht dann so aus. Hier ist unser x gelandet. Hier ist das y. Und das hier ist das z. Daran denken, dass wir immer diese Summen einklammern müssen, wenn wir sie mit einer Zahl multiplizieren oder wenn ein Minus davor steht. Und schon haben wir eine Bestimmungsgleichung, aus der wir s oder r bestimmen können. Zunächst lösen wir die Klammern auf. 6 plus 3s minus 1 minus r plus 8 plus 2r minus 6s gleich 7 und können nun zusammenfassen, die s zusammengefasst, die r zusammengefasst. Sieht so aus. Und nun können wir nach r oder nach s auflösen. Ich habe mal hier nach r aufgelöst. Ja, was können wir nun mit diesem r anfangen? Wir können es dort einsetzen, wo es hergekommen ist, nämlich hier in unsere Parameterform von E1. In der ersten Gleichung kommt r gar nicht vor. Die Gleichung bleibt also unverändert. In die zweite Gleichung eingesetzt lautet sie minus 1 plus 3r und in die dritte Gleichung eingesetzt 2 minus 2 gibt 0, minus 3s plus 3s ergibt auch 0. Und somit haben wir die Koordinaten unserer gemeinsamen Punkte, die sowohl auf E1 als auch auf E2 liegen. Also unsere Schnittgeraden. Und eine Geradengleichung ist ja immer so aufgebaut, dass wir einen Stützvektor und einen Richtungsvektor haben. Und wir sehen nun, wenn wir die Werte entsprechend anordnen, dass wir hier unseren Stützvektor ablesen können, nämlich 2, minus 1, 0. Und alle Zahlen, die ein s dabei haben, ergeben unseren Richtungsvektor, also 1, 3, 0. Wir können uns davon überzeugen, indem wir das wieder zeilenweise lesen. X ist gleich 2 plus s, y ist minus 1 plus 3s und z ist gleich 0, so wie hier. Damit haben wir unsere Schnittgerade gefunden. Um uns zu überzeugen, dass wir richtig gerechnet haben, können wir noch die Punktprobe machen. Wir nehmen irgendeinen Punkt, der auf dieser Geraden drauf liegt. Und dann können wir ja am einfachsten den Punkt 2 Stab minus 1 Stab 0 nehmen und schauen mal, ob er auf E1 drauf liegt. Wir setzen ihn also hier ein. Sieht so aus. Gibt es ein R und ein S, damit die Gleichung aufgeht? Jawohl, für 2 und 0 stimmt die Gleichung. Liegt der Punkt auch auf E2? Wir setzen x, y und z hier ein und sehen, die Gleichung geht auf. Jawohl, Punktprobe bestanden, unsere Schnittgerade ist richtig. Schauen wir uns nun das Verfahren an, wenn beide Ebenen in der Koordinatenform vorliegen. Hier können wir ja ein lineares Gleichungssystem aufstellen, das besteht aber aus drei unbekannten x, y, z und hat nur zwei Gleichungen. Es ist also auf jeden Fall unterbestimmt und hat damit unendlich viele Lösungen, falls sich nicht ausgerechnet ein Widerspruch ergibt. Wir versuchen zunächst eine dieser drei Variablen zu eliminieren.
Das können wir zum Beispiel für das y mit dem Additionsverfahren machen. Dann sieht unsere Gleichung aus: 5x plus 5z ergibt 10. Hier kommen wir erstmal nicht weiter, denn wir haben eine Gleichung mit zwei Unbekannten und es gibt nichts weiter aufzulösen. Aber wie üblich in dem Fall, wo wir unendlich viele Lösungen haben, können wir jetzt einen Parameter t einführen und eine der beiden Unbekannten durch t ersetzen, zum Beispiel das z durch t. Dann sieht unsere Gleichung so aus. Und nun können wir das x durch t ausdrücken. Wir stellen die Gleichung also nach x um, haben wir x gleich 2 minus t. Ebenso können wir nun das y ausrechnen, indem wir das z und das x in irgendeine Gleichung einsetzen, zum Beispiel in die von e1, und erhalten damit eine Bestimmungsgleichung für y. Nach y aufgelöst bekommen wir y ist gleich 1 minus t. Ja, und damit haben wir ein x, ein y und ein z gefunden. Es gibt natürlich unendlich viele Lösungen, je nachdem, wie wir den Wert t wählen. Aber wir können damit unsere Koordinaten der gemeinsamen Punkte x, y und z vollständig aufschreiben. Wir ordnen die Zahlen wieder nach den Werten ohne t und denen mit t, sodass wir hier einen Stützvektor und hier einen Richtungsvektor ablesen können. Wir sehen, der Stützvektor lautet 2, 1, 0 und der Richtungsvektor minus 1, minus 1, plus 1. Somit ist das unsere Schnittgerade. Zur Sicherheit machen wir auch hier noch eine Punktprobe. Liegt der Punkt 2 Stab 1 Stab 0 auf E1 drauf? Wir setzen hier ein und die Gleichung geht auf. Wir setzen ihn in E2 ein und die Gleichung geht auf. Jawohl. Kommen wir nun noch zum dritten Fall. Beide Ebenen sind in der Parameterform gegeben. Das ist der aufwendigste Fall, denn da gibt es sehr viel zu rechnen. Im Prinzip kann man diese beiden Vektorengleichungen einfach gleichsetzen und zeilenweise lesen. Das Problem ist, dass wir jetzt vier unbekannte R, S, T und U haben. Die könnte man eliminieren, dass nur noch eine Unbekannte übrig bleibt. Aber diese Arbeit wollen wir uns lieber ersparen. Ein besseres Verfahren in diesem Fall ist, dass man eine der Gleichungen zunächst in die Koordinatenform bringt und dann wie in Fall 1 verfährt. Okay.